bewahren und dann kann es sicher weitergehen. Genau. Besten Dank für diese Tipps zu dem Führen von kleinen Teilen. Wir haben jetzt noch eine sehr aufwendige Frage, sag ich mal, beziehungsweise eine spannende Frage nach einer besonderen Verbindung. Die haben wir von einem Leser bekommen. Wir sagen jetzt schon mal Danke an alle User für die Geduld. Wir haben jetzt 8.05 Uhr, 20.05 Uhr. Wir sind über die Zeit. Ich glaube, niemandem, den das wirklich interessiert, macht das irgendwas aus. Wir machen einfach weiter. Wir haben noch zwei Fragen. Eine ist jetzt wirklich interessant, weil sie ein ganz spezielles Problem beleuchtet. Ich lese mal die Frage vor und mein Kollege hier am Mischrechner, der blendet dann mal zwei Fotos ein, die uns der Leser geschickt hat. Ich lese mal vor. Ich habe einen Tisch in Zargenbauweise gebaut, den sehen wir jetzt, glaube ich, in der Einblendung, und habe mich extrem schwer damit getan, die Zargenecken sauber einzugraten. Vielleicht zeigen wir direkt mal das zweite Bild. Ich musste dazu die Gratecken 45 Grad schräg stellen. Das sind also diese angegrateten Endstücke dieses Eckbretts und die mussten 45 Grad schräg stehen. Ich musste sie schräg stellen, um sie im passenden Winkel am Gratnutfräser entlang zu führen. Also wir sind auf dem Frästisch. Für diesen Zweck habe ich mir ein um 45 Grad schräges Modell gebaut. Da diese Art der Eckverbindung keine Toleranzen verzeiht, wäre meine Frage, ob Sie eine bessere Möglichkeit zum Einfräsen der Eckverbindung kennen. Klare Antwort, nein. Klare Antwort, also nein. Es ist so, man muss sich eine Schablone bauen, man muss sich eine Rampe quasi bauen, um dieses doch recht komplexe Werkstück, auch von der Position, wie es über den Fräser geschoben werden muss, wirklich gefahrlos vorbeischieben zu können. Also ich habe das... Ich habe das dann auch mal vorbereitet. War ein interessantes Problem. Ja, es war ein Problem, weil man hat schon einiges machen müssen. Kleine Kopfnuss, ja, auch für also dich. Ja. Auch für den Leser ein großes Kompliment. Also wenn er das und die Bilder zeigen auch, wie super er das gelöst hat. Ja. Und Riesenkompliment. Aber ich wüsste jetzt auch keine Lösung, wie es einfacher ist. Es sieht ja tadellos aus in den Bildern. Aber jetzt sind sicherlich viele interessiert, wie das eigentlich genau funktioniert. Ich halte das mal fest, dann kannst du es besser erläutern. Ja. Also es ist so, wir brauchen zunächst einmal eine Multiplexplatte, um auf dieser Multiplexplatte quasi eine 45-Grad-Rampe zu fixieren. Ich schaue mal so, glaube ich, kriegt die Kamera das mit. Und das ist ein Klotz einfach gewesen, den ich 45 Grad schräg geschnitten habe. Und dort kann ich jetzt das Werkstück, was ich bearbeiten will, auch wunderschön drauf festschrauben. Das sind genau die Schraubpunkte, die ich auch hinterher für das Tischbein brauche. Ganz genau. Und das ist auch wichtig. Es muss festgeschraubt werden. Das ist anders gar nicht möglich. Ja. Also kein Knebelspanner, richtig schrauben. Nein, richtig festschrauben ist auf jeden Fall sicherer. Ein kleines Problem ist die Fräsrichtung bei dieser ganzen Geschichte. Ich drehe es nochmal so rum. Ich glaube, die Kamera kann das auch so einfangen. Ich halte es wieder. Wir haben ja einen solchen Gratnutfräser. Und der Gratnutfräser hat ja eine Schneidrichtung, die so funktioniert auf dieser Seite. Sobald wir aber den hinteren Teil der Gratflanke fräsen wollen, müssen wir in die andere Richtung schieben. Das heißt, wir müssen einmal die Vorschubrichtung wechseln. Mhm. Einmal so und auf Rückseite so. Das bedeutet, wenn wir das jetzt nochmal im kompletten Frästisch sehen, dann ist das so, dass wir den ersten Gang hier vorne von dieser Flanke ganz normal von rechts nach links am Frästisch vorbei führen und dann die Flanke anfräsen. Wir zeigen das jetzt im Trockenversuch sozusagen, weil die Umbauphase wäre zu lange. Das ist nur noch viel Einstellerei. Genau, um den Fräser exakt auszurichten. Das ist schon. Aber vom Prinzip her ist es ja klar, ich muss auf jeden Fall, um diese Gratfeder korrekt anzufräsen, hier in dem Hirnholzbereich muss ich einmal von der einen Seite kommen sozusagen und einmal von der anderen Seite. Richtig. Genau. Das heißt also, der nächste Schritt, den wir machen müssen, wir müssen den Anschlag verschieben, um die hintere Flanke zu fräsen. Und dann muss eben in diese Richtung, also genau entgegengesetzt gearbeitet werden, weil wir sonst nicht im Gegenlauf arbeiten. Das ist ganz, ganz wichtig auf dem Frästisch. Es gibt keine Ausnahme. Es gibt keine Ausnahme, wo man im Gleichlauf fräst. Ja, man hört ja manchmal noch fein sauber fräsen, einfach am besten vergessen. Vergessen. Genau. Ja. Es ist so schnell etwas passiert, man sollte es nicht machen. Genau. Und durch diesen Trick, den unser Leser auch richtig sozusagen entwickelt hat, hat er die Kopfnuss persönlich schon geknackt. Ja. Wir konnten es jetzt nachvollziehen. Wir fanden es so interessant, dass wir es auf jeden Fall auch darstellen wollten. Ja. Auch eine kleine Kopfnuss für dich. Ja. Aber spannend zu lösen. Und da kann man nochmal diese Wechselwirkung von Vorschubrichtung und Fräserdrehrichtung dran illustrieren. Ja. Besten Dank dafür. Wir haben eine letzte Frage noch, die ich den Usern, die freundlicherweise hier bei Holzwerken TV eingeschaltet haben, nicht vorenthalten möchte. Es geht da um das Thema Einlegeplatten. Frästische haben, wenn sie ganz einfach gebaut sind, einfach eine Öffnung hier in der Mitte. Da kann der Fräser herausschauen. Bei den etwas elaborierteren Modellen gibt es meistens eine Einlegeplatte, aus Aluminium ist die, wo ich verschieden große Ringe
einlegen kann. Diese Ringe haben dann die Funktion, dass es die in verschiedenen Größen gibt und ich kann den Fräser möglichst weit umschließen, was sozusagen für die Staubabsaugung, vor allem aber für das Nicht-Eintauchen des Werkstücks sehr, sehr wichtig ist. Ja. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie bekomme ich eine solche Platte in den Tisch? Das ist ein anderes Thema. Ja. Aber die Frage des Lesers dreht sich noch um was anderes. Ich lese mal vor. Ich habe gerade damit begonnen, die große Hobelbank samt Maschinentisch aus Holzwerken Nummer 37 nachzubauen. Das war ein großes Projekt, das Guido Hen für Holzwerken gestemmt hat und produziert hat als Artikel. Wunderbar, sehr erfolgreich, sehr beliebt. Der Leser schreibt weiter, nun will ich mir die Inkra-Fräsplatte zulegen, das ist die hier. Ich bin mir aber nicht sicher, ob sie mit meiner Oberfräse OF1010 kompatibel ist. Ja. Wenn nicht, welche Fräsplatte soll ich hier am besten verwenden? Gewindebohrung in der Fräsplatte würde ich dabei gerne vermeiden. Können Sie mir weiterhelfen? Mhm. Man muss dazu sagen, die OF1010 ist nicht gerade eine große Fräse. Nein, das haben aber generell alle Fräsen um die 1000 Watt, haben dieses Problem, dass sie eben von der Grundplatte, also von dieser Platte hier, recht klein sind. Je größer die Oberfräse, umso größer ist die Grundplatte. Mhm. Das heißt also, wenn man Pech hat, und ich hole mal gerade diesen Einlegering raus und lege den mal hier drauf und halte den mal so in die Kamera rein, dann sieht man schon, dass alle Bohrungen, die ich hier nehmen könnte, quasi entweder hier in dem Blech sind oder nah an diesem Blech. Das heißt, es gibt keine Bohrung, die so weit weg ist, dass ich in diesem Alu mich befinde. Ja. Und wo ist der Halt? Ja. Ja. Wo ist der Halt? Hierin kann ich die Oberfräse nicht zum Halten bringen. Das heißt, ich muss mir etwas einfallen lassen. Und wir haben das früher bei unseren Frästischkursen auch immer wieder gehabt, dass Leute halt mit einer kleinen Oberfräse kamen, die man natürlich auch in einen Frästisch einbauen kann. Auch das wird immer wieder gefragt. Ja, im Buch schreibe ich natürlich, klar, richtig Frässpaß gibt es mit einer großen Oberfräse, aber man kommt auch mit der kleinen zum Ziel. Man muss nur weniger fräsen und öfters fräsen. Ich bin der Meinung persönlich, ich habe auch einen sehr kleinen Frästisch mir gebaut. Mit der kleinen Fräse 1000 Watt komme ich, gerade wenn ich kleine Projekte mache, Schatullenbau, ähnliches, wunderbar mit klar. Der große ist natürlich schneller und fixer, wenn es um ordentliche Fräse geht, klar. Aber der kleine feine Frästisch bzw. die kleine feine Fräse darin hat auch ihren eigenen Wert. Klar. Und deswegen einfach jetzt auch als Tipp, was wir dann damals immer gemacht haben oder den Leuten in den Kurs immer geraten haben. Klar, was haben wir hier? Wieder Gewindestangen, logisch. Und wir haben zwei Holzleisten, die mit einer Bohrung versehen sind in der Mitte. Ich zeig mal kurz. Zeig's mal in die Kamera vielleicht. Ja, genau. So. Also zwei Gewindestangen und zwei von diesen Holzleisten. Und diese Holzleisten haben halt auch ein Loch. Und ich kann jetzt zum Beispiel, ich mache das mal gerade, ich kann jetzt zum Beispiel auf der Rückseite diese andere Holzleiste. Dreh nochmal einmal. Ja, ich mache den gerade fest, dann drehen wir es rum. Wunderbar. So, und jetzt habe ich Folgendes. Ich habe die Befestigungspunkte weiter nach außen verlagert. Mhm. Das ist der riesengroße Vorteil. Ich brauche ja Platz, um weiter von diesem Einlegering wegzukommen. Ich will ja ins Alu und nicht in diesem Ring sind. Genau. Und man kann das auch noch weiter übertreiben. Man könnte diese Stange noch länger lassen und könnte auch diese beiden Leisten noch weiter rüber bewegen und hätte dann noch mehr Platz. Aber das hier würde jetzt in der Regel schon ausreichen, weil wenn ich das jetzt zum Beispiel, können wir mal gerade zeigen, wenn ich das jetzt zum Beispiel so hier drauf halte, dann sieht man schon, ich habe einmal hier die Leiste und einmal doch die Leiste. Und wenn man das jetzt so kippt, ich denke, das kann man sehen, würden wir ein Loch hier haben und ein Loch da haben. Mhm. Und damit hätten wir das Problem quasi gelöst. Also ich habe dann trotzdem den Halt, obwohl ich in der Oberfräse eine kleine Sohle habe oder an der Oberfräse, wo ich meine eigentlichen Befestigungspunkte, die nehme ich mir hier von dieser Laufsohle, wo die nicht reichen, wo die ins Loch greifen, sozusagen. Ja. Was vielleicht noch wichtig ist, man sollte dann natürlich auch diese Gewindestange mit diesen beiden Schrauben auch fixieren, dass die Maschine auch wirklich nicht fest da in diesen Gewindestangen hängt. Sonst schwimmt sie so ein bisschen und das ist natürlich nicht gewünscht. Genau, das ist nicht... Ja, das wollen wir nicht. Ja. Was wir auf jeden Fall wollen, ist jede Menge Frässpaß. Es gibt unzählige Modelle von Oberfräsen. Trotzdem ist es das Schweizer Taschenmesser unter den Maschinen, finde ich persönlich. Es gibt jede Menge
Frästische, es gibt jede Menge Vorrichtungen und es gibt einen Mann, der sie uns immer erklärt und das ist Guido Hinn. Deshalb bin ich immer so froh, oder bin ich so froh, dass wir dich als Autor haben. Deshalb sage ich dir herzlichen Dank, dass du heute nicht nur eine Stunde für uns zur Verfügung gestanden hast, sondern eine Viertelstunde. Ja. Wir haben jetzt 20.15 Uhr, meine Damen und Herren. Danke, dass Sie uns treu geblieben sind, dass Sie dabei geblieben sind. Wir beenden jetzt unseren wunderbaren ersten Live-Auftritt von Holzwerken TV. Wir genießen noch den Sommerabend draußen so ein bisschen. Das machen wir. Guido, nochmal vielen Dank und ich sage mit dir gemeinsam tschüss und viel Spaß beim Fräsen. Und gut Holz.